Moin Leute, herzlich willkommen zu meiner 7. Folge von Minecraft Craft Attack 11. Leute, unser Ziel für die heutige Folge ist es natürlich, trotz aller widriger Bedingungen, die Edgarianer weiter nach vorne zu bringen. Wir gehen rauf auf den Server. Ach ja, stimmt. Ich bin ja gar nicht bei mir zu Hause. Ich bin ja hier. Ich habe so ein tolles Pixel Art bekommen vom heiligen Edgar. Falls ihr das verpasst habt, guckt euch das an. Dieses ist so ein stattliches Schwein. Wenn das kein Heiliger ist, dann verstehe ich auch die Welt nicht mehr. So, ich wollte eigentlich nach Hause. Palle? Nee. Marktplatz? Ich habe nämlich ein paar Waypoints gesetzt. Falls ihr verwirrt seid, zieht euch die letzte Folge auf dem Team Paluten-Kanal rein. Ich hatte doch auch mein Zuhause. Leute, Alter. Ah, das Heilige Land der Edgarianer. Na klar. Okay. Hey, ich habe auch gar nicht Hallo geschrieben. So, okay. Landung, guckt euch diesen grandiosen Thron an. Da vorne ist er. Der heilige Edgar. Guten Tag, mein Freund. Oh, guck mal da. Ja, servus, yo, hallo. Okay, der heilige Edgar ist noch da. Genau, ich habe hier General Dieter. Einer, wirklich, er ist 5-Sterne-General. Er sieht vielleicht aus wie ein Huhn. Er ist vielleicht auch ein Huhn. Aber er ist ausgezeichnet, er ist Stratege. Und solche Strategen benötigen wir auch. Oh, apropos benötigen. Wir müssen hier mal weiter züchten. Denn unser Ziel ist es ja auch noch, eine grandiose Edgar-Statue zu bauen. So, da hole ich mir mal ganz kurz hier. Achso, warte, die Samenkörner, die müssen hier rein. Kein Problem. Es gilt, glaube ich, als bewiesen mittlerweile, dass Stegi uns verraten hat. Ich weiß nicht, ist er denn da? Nee. Also es waren nur leider ist er nicht da, schade. Ich hätte ihn gerne zur Rede gestellt. Ah, ich glaube, das Ding hier habe ich aus Versehen kaputt gemacht. So, gut, ja, kommt her, vermehret das Volk der Edgarianer. So, du kommst hier auch direkt rein, warte. Du kommst, das wird schon, okay, wie kriege ich dich hier rein? Ja, du lebst erstmal in Freiheit, grandioses Schwein. So, ich werde hier mal ganz kurz alles wieder... Bisschen ab... Ja, okay. Du kriegst auch hier eine Karotte. Du bist doch geil auf die Karotte. Das ist kein Problem. Genau, die Gebote wollte ich heute auf jeden Fall noch aufsetzen. Die haben wir nämlich noch überhaupt nicht schriftlich festgehalten und das... Hey. Ja? Gib mal noch eine Karotte, Bruder. Noch eine Karotte? Ich hab nicht noch eine Karotte. Du lügst. Du Geizhals. So. Hör doch auf, mich zu ignorieren. Kurz die ganzen... Ja, Mann! Ich hab nicht mehr! Also ich habe schon noch mehr. Oh, warte mal. Da werden mich sonst die Leute für steinigen, wenn ich dieses Feld hier nicht wieder rekonstruiere. Edgar, du kriegst natürlich auch eine Karotte. So, ausgezahlt. Ja, du kriegst auch eine. Oh, Edgar! Ey, was immer... Okay, alles klar. Ja. ja, gut. Machst du nix, ne? Machst du nix. So, da ist meine Steinhacke. Dann werde ich da auf jeden Fall nochmal was platzieren. So, ausgezeichnet. Ah, stimmt, das kann ich aufhängen. Warte mal, kann ich das hier nicht an Edgars Thron heften? Wie kann ich das denn aufhängen? Auch mit dem Bilderrahmen, oder was? Okay, jetzt hat Paletta schon wieder das Rezept vergessen. Bilderrahmen Minecraft. Ah, einmal Leder. Stimmt, ich habe auch immer noch kein einziges Rind gesehen. Dann legen wir ganz kurz hier das weg. Ah ja, wir haben da ja auch noch die rosa Wolle. Das alles ausgezeichnet. Das ist super. Die Karotten nehmen wir hier auch nochmal. Dann haben wir den Tintensack. Der ist extrem wichtig, der Tintensack. Weil wir hier brauchen... Ah, stimmt! Alter, das haben viele wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Wo ist denn hier mein Ancient Debris? Oh, einer von drei. Ich schlaf auch. Weil wir haben jetzt antiken Schrott. Wir können uns endlich auch eine starke Rüstung machen. So, warte. Gehen wir mal runter. Hä? Wo ist denn unser antiker Schrott? Ah, hier, okay. Ich war einfach nur blind, blöd, beides. So, unser Ofen, der bleibt auch mal schön hier oben. Gehen wir auf Nummer sicher. Dann nehmen wir hier einmal die Kohle. Das war doch so. Und dann schmögelt man das hier so ein bisschen. Ja, perfekt. Dann brauche ich noch das Gold. Ah ja, 28 Gold habe ich auch. Oh ja, warte mal. Ich muss jetzt aber trotzdem dann die Dias ausgeben für die Rüstung. So, dann Hose brauchen wir. Zack. Dann einen grandiosen Helm. So. Zack, 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 zack. So, dann sind wir jetzt schon mal. Kriege ich dafür auch ein Achievement? Full Dia, Brustplatte. Okay, gibt kein Achievement. Packen die Dias wieder zurück. So, dann haben wir doch jetzt die Platten. Und die... Oh, warte mal, das war so und irgendwie Gold.
Nee, das war... Wie geht das? Ah, okay, man spart sogar noch ein. Weil hier kommt dann das Gold hin. Ups. Genau, perfekt. Ja, warte, dann fülle ich das alles mal ein bisschen auf. Zack. Nehmen hier nochmal ein bisschen ein paar Platten. So. Okay, die Schweine rasten aber sowas von aus gerade, oder? So, der zweite. Und damit kann ich doch jetzt einfach... warte mal. Ah, warte, war das einfach im Crafting Table? Wie gesagt, ey, ich war da lange nicht mehr so aktiv. Okay, warte. Okay, Schmiedetisch. Ich brauche einen Schmiedetisch. Jetzt ist das Problem. Wir haben vermutlich keinen... Ah, doch! Genial. Das ist Weltklasse. Oh, wir brauchen hier... Ah, warte, wir haben hier Bürge. Und dann gönnen wir uns. Zack. Und da ist er. Der Schmiedetisch. Geil. So, Schmiedetisch. Ja, ich habe diese Schmiedevorlagen, die habe ich nicht. Aber ich würde jetzt ganz gern einmal... geht das nicht? Ich dachte, so geht das. Warte mal, brauche ich? Jetzt bin ich hier natürlich alleine. So viele Leute da, aber... Guck mal da haben wir zum Beispiel Karawas, ist auch Edgarianer. Viele Leute, wieder viel GHG am Start. Das ist natürlich, problematisch. Ganz problematisch. Woher kriege ich denn eine Schmiedevorlage? Sind nur in Bastionsruinen zu finden und werden benötigt, um Werkzeuge und Rüstung aus Diamanten... Hey, Minecraft-Freunde. Neverit. Rüstung. Dies, das. Brauch ich dafür immer eine Schmiedevorlage? Mann. Verkauft die jemand? Okay. Netherite habe ich. Mir fehlen die Vorlagen. Da würde ich nicht kaufen. Scam. Oh, Spark, Alter. Hier ein Clip, wie ich Spark umgehauen habe in Varro. Er ist down. Nice. Yes. Nice, Palle, Alter. Nice. Ja. Und hier der Clip, wo Spark mich umgeklatscht hat. Wer hat die längsten Äpfel? Wer hat die meisten Äpfel? Oh, ich hab'n. Oh, Mann. Oh, mein Gott. Ja, das ist jetzt blöd. Dann müssen wir wahrscheinlich zum Markt und gucken, was wir da... Dann müssen wir da einkaufen. Wir packen jetzt mal unsere Sachen. Packen wir zurück, weil wir wollen ja da nicht, dass die Haltbarkeit darunter geht. Oh, hier haben wir die restlichen Platten. Oh, haben wir nicht mehr? Reicht das überhaupt? Warte, nehmen wir brauchen nur so. Und hier mit Gold. Haben wir noch einen Barren? Passt gerade so. Glück gehabt. So. Dann haben wir auf jeden Fall... Wir haben genügend Barren dafür. Das ist ausgezeichnet. Leine brauchen wir jetzt nicht. Ah, wir haben auch nur noch 11 Raketen. Das Leben ist nicht gut zu uns, Leute. Das Leben ist nicht gut zu uns. Ah, hab sonst noch Vorlagen. Oh, wie kann ich denn whispern? Ah ja, hab noch keine. Oh, guten Tag, Hallöchen. Sir. Hey, na, hey. Hier ist der Netherite-Shop-Betreiber. Ah, ja, okay. Ja. Ich habe eine Bestellung empfangen. Ah, ja, okay. Wie sind Ihre Preise, werter Herr? Also, man braucht 7 Diamanten, um die herzustellen, weißt du? Also, ich habe ja... Ach so, 7 Diamanten, um so eine Vorlage herzustellen. Genau. Oh, ich hätte gesagt, machen wir 8. Ich liebe es dir billiger. Du weißt schon, dass ich den Netherite-Shop habe, ja? Ja, was ist eigentlich dieses System? Hat man dann immer automatisch das Monopol? Also, wir machen das so, dass sich jeder Spieler auf dem Server einen Shop claimen kann. Dann kann ein Gebäude einen Shop in den Stick bauen und das verteilen. Ja. Okay. Und das Problem ist, wenn mehrere Leute das halt anbieten, dass sie sich gegenseitig unterbieten und so ein bisschen Hickhack machen. Ne? Ja. Und irgendwann verschenkt es einer aus Frust und das geht dann immer so weiter. Deswegen machen wir es so, dass einer eine Ressource kriegt und die halt zu einem vernünftigen Preis dann auch so anbieten kann. Aber wer hat bestimmt, dass der Preis vernünftig ist? Ja gut, das liegt halt immer im Herzen. Wir haben noch nie ein Problem gehabt, sagen wir mal, dass jemand übertrieben hat. Okay. Also du bist hier praktisch der Monopolist für diese Art von Ressort. Okay. Richtig, Vito, was hast du? Naja, ich bin sozusagen der Schwarzmarkt. Das wäre ein Tag Bann bedeuten, oder? Das gibt leider eine Regel dafür, dass das nicht geht, weil das macht nur Ärger. Dann gehe ich mal lieber ganz schnell wieder. Also ich habe ja hier nichts angeboten. Okay, das Problem ist allerdings... was ist das eigentlich für... Ist er weg? Wo geht das hin? Ist das sicher? Ich weiß nicht, ob jemand aus dem Nether raus ist und das ist hier rein generiert worden oder jemand hat es dahin gebaut. Also ich war es nicht.
Ich kann das erklären. Ja? Du weißt ja noch, Schmetter, der kam ja ursprünglich aus Werder. Und ja? das war hier. Das Gehege. Und da habe ich ein Portal gebaut. Ah. Und dann, naja, habe ich das abgebaut und auf einmal. Also man spawnt immer wieder dort oben. Okay. Das ist halt ein bisschen ungünstig. Ja. Ja, ist ja kein Problem. Ist ja auch modern heutzutage. Na klar, ich gehe da mal wieder, ne? Ja, ey! Viel Spaß euch. Ja, danke. Du, Spark, wir sind ja schon lange Freunde. Ich meine, wir kennen uns ja schon aus Varo 1 Zeiten. Ich habe den Zuschauern gerade auch schon gesagt, wie ich dich umgeklatscht habe und du dann irgendwann genau. Rache genommen hast und dann hast du mich umgeklatscht. Dementsprechend, wir Ekarianer, guck dir das an. Wir kommen aus ärmlichen Verhältnissen. Wir sind vor wenigen Tagen hier angekommen mit dem Schiff. Und ja. Die Preise, ob du mir da vielleicht so ein Varo-Rabatt geben könntest. Okay, weißt den Varo-Rabatt könnte ich folgendermaßen machen. Ja? Okay. Und zwar exakt den Herstellungspreis. Ja. Das heißt, ich für 7 Diamanten habe ich so ein Template gecraftet. Jeder andere müsste das auch. Dann würde ich das zum exakt selben Preis machen. Machen wir No-Profit hier. Okay, No-Profit. Aber, und wie craftet man das? Du kannst sie duplizieren, also 7 Diamanten plus ein Netherrack. Ja. Und du musst schon eins haben. Und wenn du das hast, kannst du das duplizieren. Okay, ja, das habe ich nicht. Ja, schade. Okay, ja, schade, warte. Ne? Ich brauche pro Rüstungsteil brauche ich ein. Genau. Okay. 7? 7. Genau, also, den Einkaufspreis. Okay. 7 mal 4, 28. Okay. Ja. Und sonst so, alles gut bei dir? Was macht so das ist Leben? Alles fein. Die Leute haben gesagt, du wolltest nur Rache nehmen, habe ich gesagt gestern, nee, das macht irgendwie keinen Sinn, weil die Rache habe ich ja bekommen. Ich wollte Rache nehmen? Nein. Ja, für Varo. Überhaupt halt, ne? nicht. Aber Nein, das ist das Problem bei den Leuten. Ich habe gesagt, ich habe dich in Varo 1 umgeklatscht. Dann hast du mich in Varo 4 umgeklatscht und du hast dann Rache genommen. Um Gottes Willen, ich möchte keine Rache. Wir Edgarianer, wir sind friedlebend. Wir wollen hier. Oh, Schlafi, warte. Leg dich ruhig hin. Es ist sehr bequem. Nein, also wie gesagt, wir sind sehr friedlebend. Also kein Stress, kein Heckmeck. Bist natürlich auch immer. Du bist bei Live. Wer ist Live? Ach so, bei Live. Nee, das heißt nur, dass ich gerade live bin, aber nicht, dass es eine Gruppe oder so ist. Ach so. Also du kannst auch Hashtag oder Status die Aufnahme reinmachen, dass du am Aufnehmen bist. Weißt du, damit die Leute das sehen oder AFK kannst du dir reinmachen. Also einfach nur als Status, damit die Leute wissen, was du machst. Ah ja, okay. Also ich würde fürs Erste, gerne erstmal zwei kaufen, weil meine liquiden Mittel sind leider nicht so hoch. Hier, wir machen das so. Pass auf, zwei verkaufe ich dir, die restlichen gebe ich dir als Kredit und wenn es passt, dann meldest du dich. Also ja, okay. Hier, ein Edgar-Kredit. Hier sind 14. So, dann hast du schon mal zwei Stück. Ja. Und du willst ja wahrscheinlich auf deine komplette Rüstung, also Helm, Brustplatte, Hose, Schuhe, plus halt Spitzhacke, Schaufel, Schwert und Axt. Ach, das brauche ich ja auch alles noch. Oh. Die Werkzeuge, die werden ja auch saftigst geupgradet. Deswegen kriegst du noch 6 weitere von mir. Oh, sehr großzügig. Ja, also, aber das, wie sieht das aus mit Zinsen und so weiter? Ist erstmal zinslos, oder? Nein, kein Problem. Weißt du, der Netherite-Shop, der läuft gut. Der läuft extrem gut. Ja, ich glaube, ich habe gerade so um die 3000 Diamanten oder so habe ich irgendwo liegen. Ja, Mensch, Glückwunsch. Schau mal da rein. Oh, ja. Das ist, ein verzauberter goldener Apfel, ja. Ja, das ist meine Backup-Kiste. Ah, nicht schlecht. Läuft bei dir, Brody. Läuft bei dir, ja. Also ich könnte mir jetzt auch irgendwas suchen, was noch nicht verkauft wird und das könnte ich verkaufen. Richtig. Okay, auch Schweine? Alles, also... Alles. Am besten natürlich was, woran die Leute am meisten Interesse haben. Ich schätze aber mal so, als Jux geht natürlich alles weg. Also du könntest wahrscheinlich auch Blumen machen oder sonst was und es wird immer jemanden, der kauft einfach. Ja, okay. Aber Schweine würde gehen... Ja. Und du müsstest halt ein Gebäude bauen dann an der Stelle im Spawn. Du suchst eine Stelle wo, am Shopping District, wo es passt. Und dann soll hinreichend kreativ sein, ne? Also jetzt nicht ein Erdhaus. Nein. Also ja, so ein bisschen Mühe, so ein ganz kleines bisschen, dann passt das. Ja, okay. Vielen Dank. Ja, ey, es war sehr nett, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Richten Sie bitte Ihren Zuschauern aus, dass ich keinen Stress wollte. Nein, alles gut. Was mich allerdings verwirrt, Sir, warum tragen Sie dann nur Diamantsachen und kein... Weil ich natürlich ganz aufopferungsvoll all mein Netherite an die ganzen Teilnehmer verkaufe. Ah, okay, cool.
Ich habe hier noch 49 von den Erzen übrig. Also im Prinzip könnte ich die benutzen, aber ich verkaufe sie lieber. Ja, Geschäfte immer gut liquide. Nee, aber das ist doch witzig. Du bist Nethershop-Betreiber und verkaufst das Zeug, hast es aber selbst nicht. Ist einfach geil. Die ganze Zeit fragen die Leute, warum hast du kein Netherite? Und ich find's geil. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ebenso, equip dich mal ordentlich. Und dann ja, das mache ich. Das, ja, nee, das nicht. Okay, nee, und ich bin auf den Shop gespannt. Ja, ich auch. Schreib das bei uns im Discord in den Channel einfach rein. Dass ja, ja, ich muss mir überlegen, was ich da anbiete. Alles klar, bis mal wieder. Ja, bis denn. Tschüss. Eine merkwürdige Maschine. Macht aus Freedoms größtem Helden den kleinsten. Mein neuen Freedom-Roman gibt's jetzt überall da, wo es Bücher gibt. So, okay, okay. Karavas! Was? Du hast mich gar nicht gesehen. Hi, na? Hi. Ja, ey, ich hab das System jetzt erst gecheckt. Ich hab Kredit bekommen. Also, super nett, dass du da bist, aber ich brauch das. Ich habe jetzt 8 Schmiedevorlagen. Ja, nee, wenn du gekauft hast, ist ja auch gut. Das ist ja, nee, das Gute ist, ich habe gesagt, oh, Spark, Taschen sind leer, zieht mir die Hose aus. Ja, weiß ich auch nicht. Und glücklicherweise habe ich jetzt 6 auf Nacken bekommen, also auf Kredit. Aber es ist zinslos. Einer Herstellungskosten, glaube ich, 7 Diamanten. Ja, okay, das ist fair, weil du kannst die zwar vermehren, aber dafür brauchst du jedes Mal 7 Diamanten. Also. Ja, genau, und mir fehlt halt diese Vorlage oder so. Also, ja, nee, ich meine die Vorlage, die kannst du mit 7 Diamanten und einem Netherrack kannst du die halt verdoppeln, sozusagen. Ah. Aber dann ist ja 7 Diamanten auch auf jeden Fall ein fairer Preis, weil die brauchst du. Ja, 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 der Spark war sehr nett, sehr fair. Ja, ja. Aber ich weiß nicht, ob ich die Diamanten, also der Kredit ist ja zinslos. Da mach ich ja nix. Ja, nö, dann lass es mal laufen. Ja, ja, dann lass ich laufen. Ich hab drüber nachgedacht. Also, weil der hat so ein Monopol hier. Der ist rich. Ich meine, du bist ja auch arm. Du hast ja kaum. Ja, guck dir das an. So. Guck dir das an. Ich habe aus Versehen Edgar mit einem Schwein geparkt. Also mit einem normalen Schwein. Aus Versehen. Nee. Ich wollte, das war so ein Streuner. Und jetzt ist hier so noch so ein kleiner Edgar Jr. Aber ja, machst du nix. Ja. Nein. Ich wollte nur. Ne? Nein, Karavas, sowas machen wir nicht. Nein, unter keinen Umständen. Nein. So, ich werde jetzt mal die Gebote aufschreiben, an die wir uns zu halten haben. Ja, 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 nee, 10 werden es vielleicht nicht. 7? Ja. Ist eine schöne Zahl. 7 ist gut, aber 8 ist besser. 8 ist auch okay, weil das ist auch irgendwie unendlich und so. Guck mal, ich hab, wenn ich gerade hier bin, wenn du möchtest, kannst du so eine Ender-Chest haben. Dann kannst du mal deine wertvollen Sachen. Oh machen. Ja, das wäre natürlich ein. Möchtest. Oh ja, vielen Dank, werter Herr. Ja, klar. Sehr nett. Gerne. Wir gehen dann wieder Dias suchen da, ne? Ja, ey! Gern. Viel Erfolg, ciao, gehabt dich wohl, Edgarianer Freund. Genau, du auch und ihr auch, ne? Mach's gut, Edgar auch. Ciao, ciao! Tschüss! So, Leute, jetzt müssen wir hier mal Neveringo fertig machen. Ah, nee, ja, warte. Okay. So, jawoll. Ein Harnisch. Zack, Alter. Jawoll. Okay. Dann hier. Und jawoll! Denn, Alter, wir sehen gefährlich aus. Guckt euch Paletto an. Der erste Edgarianer mit Full Netherite. Achso, Karavas hat. Ja, man weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob er es hat. Aber da. Oh. Aber das ist schon geil. Das ausgezeichnet. Fabo left the game. Fabo joined the game. Mit Fabo, es ist teilweise geisteskrank. Es gab damals. Freaking Beat the Ungeheuer. Das hat damals Simon Unge, er hat so einen Wettbewerb ins Leben gerufen. Das war im Jahre 2013. Ey, ich blende euch mal das Video ein. Ungeheuer, guten Tag, wünsche euch und willkommen zurück, Runde von Beat the Ungeheuer. Komm doch noch. Jawoll, Alter. So läuft das Ding. Okay, ich weiß gar nicht, wie viel kalt, aber es waren um die 22. Heißt, es reicht, Leute. Es reicht. Ich hab den umgespielt, gebietet. Und da hat damals auch Fabo mitgemacht, der allerdings damals noch ohne Stimme und ohne Facecam. Eigentlich würde ich gerne mal mit ihm quatschen. Er rappt ein bisschen quatschi. So, jetzt müssen wir mal schauen. Genau, das packe ich mal weg. Aber was packe ich denn? Die Endertruhe, bleibt die immer bei mir? Warte mal, ich probiere mal da oben reinzukommen. Weil ich will mal wissen, was in dem Portal ist. Ich nehme Karotten.
Ja, das ist ja alles gut. Wir haben das Totem. Weil ich muss es ja eigentlich mal verzaubern. Vielleicht müssen wir uns suchen, eine XP-Farm. Ach, und die Gebode! Wir brauchen halt einfach dringend Leder. Das müssen wir irgendwie jetzt mal besorgen. Es regnet natürlich hier die ganze Zeit. Das ist doch auch Mist. Ey, jetzt kurzer Real Talk. Ich hatte heute saftigen Architektentermin und bin einfach gerade ein bisschen durchgenudelt. Es lief auch alles nicht so, wie ich gedacht habe. Irgendwo, oh, Creeper, achso, stimmt, warte mal, ich bin doch jetzt krass. Die ist ja alles überhaupt gerade, oh, okay, kein Problem mehr für mich. Ich sollte mir eigentlich auch ein Dia-Schwert und so weiter machen. Oh, da ist eine Kuh. Aua, was soll das denn? Ey, sag mal, wo kam der denn jetzt her? Will der mich verarschen? Achso, stimmt, ich darf ja nicht, ich muss ja hier so komisch schlagen. Daran muss ich mich auch erstmal echt gewöhnen. So, das Rind muss jetzt leider, es tut mir leid, Brudi, aber ich schaff's jetzt leider nicht, dich bis nach da hinten zu bringen. So, warte mal. Ah ja, stimmt. Und eine Feder benötigen wir auch. Dann haben wir eine bekommen. Jawohl. So, Leder haben wir. Ah, wir brauchen... Nee, das müsste sogar easygoing reichen. So, dann schauen wir doch mal, dass wir das Ganze hier craften. Wir benötigen... Ah, das Papier muss ich noch hier holen. Papier. Also, drei Papier. Einmal Leder. Dann haben wir das Buch. So, Buch und Feder. Ausgezeichnet. So. Das habe ich mir doch gerade nicht eingebildet. Das war doch gerade ein Hundegeräusch. Hallo? Hä? Hallo? Ich bin nicht verrückt. Das ist auf jeden Fall irgendein Hundegeräusch gewesen. Hallo? Das war... Hund? Moment mal. Dem Halsoberteil kann es nur Hugo sein. Weil Hugo ist der irgendwie in der Sporthalle aufnimmt oder so. Hugo! Hugo! Ja, komm mal her, du kleiner Feiner. Ja, komm mal her. Ja, komm mal her. Ja, wer ist der Feini? Ja, du bist eine Feiner. Du kannst doch nicht auf so ein Kommando hören. Ja. Fabo? Hallo. Wo bist du? Ich stehe hier. Ach da, ey! Hallo. Ey, ich habe gerade den Zuschauern erzählt, dass unsere Wege haben sich jetzt nach 10 Jahren wieder gekreuzt. Kannst du dich noch dran erinnern? Ja, Ungeheuer, oder? Ja, natürlich, natürlich. Das war so krass. Du damals noch ohne Facecam, ich glaube auch ohne Stimme, oder? Nee, mit Stimme. Aber mit Stimme, du okay. Du hattest Facecam, du warst mir einen Schritt voraus. Ja, aber du warst trotzdem krasser. Ey, das war so ein Reingeschwitze bei mir, weil ich war nicht gut. Und ich habe wirklich, glaube ich, ungelogen, 6 Stunden lang hing ich da. 6 Stunden lang. So lange, weil ich so schlecht war. Und dann immer wieder dieses, ich zeige euch diesen Clip mal, Leute. Man musste immer am Anfang so, hey, bitte Ungeheuer, man sieht auch, wie fertig ich am Ende war. Moin Leute, wir stellen uns ein weiteres Mal der Beat the Ungeheuer Challenge von Ungespielt. Jawoll, und das waren letztlich die 27. Ja, das war's und ja, ciao. Adrenalin. Ciao, ciao, Leute. Gute Zeit damals. Das war, ich schätze mal, 2013 oder so. Naja. Ich gucke jetzt nach. Ich habe das letztens erst geguckt. Ja, ich hab heute einmal geguckt, ob das Video bei dir noch online ist. Und ich habe es, glaube ich, gefunden. Bei mir ist es online, ja. 2013 war das. Ja, meins muss auch. Ich habe eigentlich keine Videos bei mir offline genommen. Nee, ich auch nicht. Deins ist 2013. 20.07.2013. Das ist ein bisschen her. Und jetzt sehen wir uns hier auf dem Server. Ja, ja. Und du bist auch einer von den GHG-Leuten. Interessant. Okay. Ich bin auch einer davon. Ja, ja. Ey, nochmal eine Frage an euch. Ihr wart ja vermutlich gestern dabei. Stegi war ja mal so ein Edgarianer eigentlich. Und ja. Ist er wieder zurückgegangen? Stimmt das? Stimmen die Gerüchte? Er wurde wieder zurückgenommen, ja. Okay. Ja, das stimmt. Okay. Warum sollte man zu den Edgarianern? Oh! Nein, das war eine Frage. Ich will. Ach so. Okay. Ich war schier erschrocken. Ich dachte so, was habe ich dir getan, Hugo, Mann? Was haben die an? Guck in die Augen dieses arme kleine Schwein. Oh nein! Guck's an, Hugo, guck's an. Ja, das arme kleine süße Schwein. Das hat niemandem was getan. Das will einfach nur leben. Die Edgarianer, wir sind wie eine Familie. Ich habe nämlich gehört, dieser König Basti, das ist ein schlimmer Finger. Das ist ein ganz schlimmer Finger.
Was ist denn immer dieses? Warum zitterst du? Was ist dieses? Er hat den König erwähnt. Er zittert schon beim Namen, er zittert schon beim Namen. Ja, ja, guck, aber das ist doch eine Schreckensherrschaft, oder nicht? Also bei den Edgarianern, da sind wir alle gleich. Wir sind alle Schweine. Ja, der ist schon rüber, Faktor. Was? Also hier auch jeder kriegt auch zur Begrüßung, das wurde bis dato nicht gemacht, kriegt sein eigenes Schwein mit dem Schweinenamen und so weiter. Alles, das volle Programm. Auch ein Haus. Ein kleines, kurz, zum Beispiel Hugo. Hugo, komm mal her hier. Das sind hier vorne, das steht ja nicht umsonst. Hier steht nicht umsonst. Jemand hat das Schild abgebaut. Das ist der heilige Edgar. Das ist sein Thron. Mein Problem ist. So scheiße. Hugo, das ist mein Problem. Ich bin nicht so gut im Bauen. Ja. Aber ich brauche Verbündete, die vielleicht gut im Bauen sind. Und die auch hier. Die zum Beispiel auch einen Außenposten hier errichten wollen. Zum Beispiel hier. Burgmäßig? Na, nicht auf burgmäßig. Nicht auf burgmäßig. Warum auf so, nicht? Na, weil wir machen keine Burg. Gibt's hier jemanden, der hier so gut kopieren kann? Ich würde nämlich gerne vielleicht mein Minecraft Freedom Dorf zum Teil wieder aufbauen. Damals, das habt ihr mal eine Folge davon gesehen? Ich hab Freedom geguckt, ja. Okay, ja genau. Das durfte. Dass das zum Teil wieder aufgebaut wird. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Aber, Hugo, zum Beispiel, du könntest hier vorne, direkt neben Paletto, könntest du dir so einen kleinen Außenposten bauen. Keine Burg! Warum keine Burg? Ja, weil eine Burg ist riesig! Guck mal, wenn du jetzt so eine fette Burg hier überall rum und dann in dieser Burg außenposten. Du kannst nicht bauen. Doch, ich hab schon mal eine Burg gebaut. Ja, sieht scheiße aus, sie sah nicht gut aus. Die steht immer noch. Ja, hast du die schon mal gesehen, Paluten? Nee. Von Hugo? Nee, ich hab leider nur 11 Feuerwerksraketen. Dementsprechend ist mein Bewegungsradius eingeschränkt. Aber ich hab hier oben aber auch ein Portal, mit dem man sich... Darüber könnten wir traveln. Ja, genau. Also, warte, ich nehme hier aber noch ein paar Raketen raus und dann gehen wir dahin. Ja, ich nehme einmal, ich habe einen Stack genommen. Okay, wartet. Warte. Ist alles ein bisschen neu in letzter Zeit. Alter, guckt euch das. Warte, ich muss noch eine zünden. Schade. Ich komm gleich. Einmal rein. Hä, du warst noch nie im Nether? Nee. Digga, wir sind dabei. Foto. Mein vierter Tag. Ja, okay. Foto. Sehr gut, okay. Ich sneak, ja, okay. Hab. Okay. Welche Richtung? Hier. Komm jetzt. Okay. Wir zünden. So, jetzt hier rein. Ist das nicht der Kopf hier von... Papa Latte? Ja, genau. Ja, Papa Latte. Cool. Oh. Ich hab seinen Kopf. Kannst du behalten. Achso, ja, okay. Ja. Der hat früher immer länger als ich gestreamt, damit er noch ein paar Viewer abgreifen kann. Ja, das weiß ich noch. Aber hat er schlau gemacht. Ah, schlauer Hund. War nicht schlecht von ihm. Was meinst du, wer dann nach Unge online war? Ja. gute Zeit. So, das ist jetzt, sind wir bei dir zu Hause? Ist das schon deine Burg? Ja, einmal hier hoch. Ja. Ich habe zwei Burgen, die ignorieren wir da hinten. Das meine ich nämlich. Ja, das ignorieren wir, aber hier. Ja. Ja, ist doch geil, oder? Warum weißt du? Weiß nicht, das ist, weil ich bin überwältigt. Gerade von dem mittleren Turm. Der ist nicht symmetrisch, oder? Ich möchte sagen wir es mal so, das ist ja wie so oft Geschmackssache. So, und... Könntest du dir das vorstellen bei dir neben deinem Haus? Nein, ums Verrecken nicht. Aber ein klitzeklein... Zum Beispiel, was ich mir richtig gut vorstellen kann, ist, Hugo, wenn du so einen kleinen Turm. Ja. So. Wo du dann so einen kleinen, aber auch von der Höhe nicht so hoch. Einfach wo du dann da bist. So. Ja. Einfach so auch dabei. Direkt neben Paletto. Okay? Ja.
Das finde ich gut, das finde ich gut. Fabo, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Du, also, es geht ja gar nicht darum, dass ihr direkt GHG verlasst oder so. Ja, man kann ja auch ein Verbündnis auch irgendwie. Ja, genau, also es geht darum, dass ich brauche Rücken. Ich brauche Rücken. Ihr könntet mein Arafat sein. ihr könntet praktisch dabei sein, wenn es Stress gibt, dass ihr dann sagt, wir sind dabei, Paletto, wir stärken dir den Rücken, okay? Ich bin dabei. Da wäre ich auch dabei, ja. Ja, aber es geht nicht darum. Es geht ja nicht um den Status zu ändern oder so. Oder? Nein. Ihr dürft erstmal, wir Edgarianer, wir sind ja nicht kriegerischer Natur. Aber es kann ja sein, dass wir bedroht werden. Und dann muss man sich ja auch wehren. Genau. Und dann ist es wichtig, dass man Rücken hat. Genau. Und falls ich mal jemanden dumm anmucke und der ist stärker als ich. Voll besoffen, hey, was ist hier? dann bräuchte ich vielleicht eure Hilfe. Mach mal dummer Mob einen an. Was? Mach mal Hugo dumm an. Und ich, mach mich mal an. Wir machen jetzt Training. Mach mal Hugo dumm an. Das weiß ich. Warte. Warte, ich bin. Guten Tag, Sir. Hallo. Wie macht man das? Warum? Einfach mal einen dummen Spruch drücken. Einfach mal einen dummen Spruch. Ja, aber der Junge ist doch gestraft genug. Der ist doch gestraft. Nein, kleiner Paletto-Spaß, Hugo. Genau deswegen mache ich sowas nicht. Deswegen mache ich sowas. Das ist doch total gemein. Ja, kleiner Spaß. Kleiner Paletto-Spaß. Tut mir leid, Hugo. Kleiner. Also, es könnte ja sein. Sagen wir es mal so. Auch, ihr müsstet vielleicht. Wenn es vielleicht auch Stress gibt mit. Ihr habt ja viele Mitglieder bei GHG, richtig? Ja, schon. Mhm, ja, und davon sind ja sicherlich auch manche auch nicht so eure besten Freunde. Nee. Ja. Ne? Wie bitte? Nix. Was? Ich hab dich akustisch, okay. Alle. Okay, Hugo. Das, also mit dir scheine ich arbeiten zu können. Bei Fabo bin ich mir nicht so sicher. Weil Fabo, bist du immer noch so gut im PvP wie früher? Ja, doch schon. Oh, das ist gut, das ist ausgezeichnet. Oh, Hugo, ja. Wie gut bist du im PvP? Besser als jeder andere hier auf diesem Server. Falsch, das ja, ist das, gelogen. Da, das komm, jetzt, als jetzt. Nein, Hugo. Komm. Du willst das nicht. Nein. Oh, nein, ey! Der hat eine Chestplate, Digga. Geht hier gerade nicht. Also, ganz ruhig, ihr sollt euch nicht gegenseitig umbringen. Es ist alles gut. Leute, spart euch das. Du als gegen eins. Ich bin schlecht. Ich muss erstmal wieder ein bisschen trainieren. Also, wie gesagt, falls es dann zum Bündnisfall kommt, brauche ich euch. Also, da machen wir einen Edgar-Schwur. Darf ich das? Oh. Also. Oh, okay. Ist das die Begrüßung, dass alle zur Begrüßung des Königs GAG schreiben müssen? Ja. Okay. Ist das echt? Weiß nicht. Ich hab das auch nie geschrieben. Ich hab's auch nicht gemacht. Aber guck euch das mal an. Das ist doch Unterdrückung. Das ist doch. Guck mal, bei den Edgarianern, bei uns gibt's Edgar-Schwur und auch was gemeinsam. Ist der Edgar-Schwur? Ja, der Edgar-Schwur, das ist noch stärker als ich schwör. Und das ist ein Schwur, den man nicht brechen darf. Das ist der Edgar-Schwur halt. So. Wie macht man den? Da fässt man sich gegenseitig. Das war der Edgar-Schwur. Also, Leute, genau. Jetzt hier. Aber den Edgar-Schwur darf jeder machen, oder? Na, ja, ihr schon. Ihr schon, ja, weil ich glaube, ihr seid... Wir ja auch schon 10 Jahre. Eben, Fabo. Also, ja, genau. Wir sind auch oft zusammen in Urlaub geflogen. Das war cool. Cool. Weiß ich, ja. Cool. Doch, das war... Urlaub. Ja, doch, war cool. Also, genau. Skifahren zusammen. Kann jemand von euch Skifahren? Nee. Ich kann Ski und Snowboard fahren. Ah, krass, geil. Ja. Oh, nicht schlecht. Sehr sympathisch. Aber okay. Ist auch nicht schlimm, Fabo, dass du nicht kannst. Das freut mich, dass ich hier neue Kontakte geknüpft habe. Vor allen Dingen war es auch schön, mit euch mal wieder zu quatschen. Auf jeden Fall. Fabo, also Edgar-Schwur, warte, wir klatschen einmal. Hier, wir essen zusammen eine Karotte. Oh, ich hab keinen Hunger. Ich auch nicht. Das ist alles nicht so durchdacht mit dem Edgar-Schwur. Lass kurz rumlaufen und so ein bisschen schlagen. Ah, ja, okay. Hier. Ja? Oh. Geht da runter. Hier, ja, dann ah, ja. Sprinten. Ah, ja, ja.
Oder wir schlagen uns auch ab und zu so, dann Regenerieren. Au, 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 ja, meine Rüstung, ich hab keinerlei Ressourcen, meine teure Netherite-Rüstung. Okay, ich hab, okay, jetzt, Fabu? Ich nicht, warte. Ah, du hast, okay. Okay. Okay, also, Fabu, schwörst du hiermit auf den Edgar-Schwur, dass wenn ich Hilfe brauche, wenn ich Rücken brauche, egal gegen wen, dass du kommst? Anders formulieren müssen wir es einmal. Fabo. Wir müssen es einmal anders formulieren. Dann wäre ich dabei. Okay. Aber wieso denn? Also gegen wen würdest du dich denn nicht stellen, rein aus Interesse? Eigentlich, wenn dich wirklich jemand stört und dich nervt, jeden. Nee, es geht nicht, dass mich jemand stört. Aber es geht darum, sagen wir mal, was ist, wenn er der Aggressor ist, zum Beispiel? Wer ist er? Weiß ich nicht. Er einfach rein hypothetisch. Ja, ich glaube, das wird ja nicht passieren. Das wird nicht passieren? Hat er keinen wunden Punkt? Ich glaube nicht so einen wunden Punkt, dass er sich angehen würde. Nein, glaube ich nicht. Okay, außer okay. Du, weiß ich nicht. Okay. Du machst deine ganze Base kaputt. Nein, so Quatsch mache ich nicht. Dann kriege ich nur 20.000 Dislikes und weine. Das möchte ich nicht. Da habe ich gar keine Lust drauf. Ja, das übersteigt dann auch das Roleplay. Ne, okay. Also, Fabo. Okay. Wie formuliere ich das? Hugo, mein Bester. Also, Hugo. Also, wenn ich Rücken brauche, egal gegen wen, kann ich dann auf dich zählen? Definiere egal gegen wen. Ja, ich weiß nicht, Hugo. Ich darf da keine Namen nennen, also, weil das gehört sich auch nicht. Also, wenn jemand sich jetzt stört, dann soll ich dir helfen. Ja, nee. Also, wenn mich jemand zum Beispiel angreift. Ja, wenn mich jemand angreift, bin ich da. Okay. Darauf eine Karotte. Ja, Edgar-Schuhe. Sehr gut. Okay, Fabo. Du hast wieder keinen Hunger, oder? Das ist korrekt, warte. Alter, chill! Nein, das ist, damit dein Hunger verliert. Okay, der ist so springen müssen. Ah ja, okay, ich spring. Ja, okay, Fabo, die Edgarianer würden sich gerne deine Treue sichern im Bündnisfall. Darauf eine Karotte. Im Bündnisfall nicht gegen GHG. Darauf eine Karotte. Okay, wir grenzen es noch weiter ein, nicht gegen Basti. Ah, okay. Nur er. Okay. Ist in Ordnung. Oh, ich hab eine ausgezeichnete Idee. Ja, nicht gegen Basti. Aber es gibt jemand anders. Flashback. Ich muss ganz kurz in Video gucken. Wer hat den Final Blow gesetzt? Warte, wer war es von den beiden? Veni, oder? Warte. Ja, tatsächlich. Er hat den Final Blow gesetzt. Eieiei, okay. Darauf eine Karotte. Nicht Basti, aber ansonsten jeden. Aber nur, wenn die dich nerven oder angreifen? Ja, natürlich, wenn sie mich angreifen. Den Edgar-Schwur einmal. Darauf eine Karotte für den Edgar-Schwur. Warum lachst du jetzt? Okay. Du hast gerade McDonalds-Bestellung gemacht, Digga. Ausgezeichnet. Ich hab's getan. Das war der Edgar-Schwur. Plant ihr hier gerade einen Attentat? Nein. Nee. Ja? Also, ja. Okay. Auf wen plant den Attentat? Auf niemanden. Ich werde da prinzipiell immer dabei und zu haben. Was isst du gerade? Chicken Nuggets? Nein, aber da ist so Käse drin, so Kroketten mit Käse, Mozzarella-Sticks. Oh, Kroketten sind... Oh. Mozzarella-Sticks gerade, boah. Du bist... Was ist das jetzt, Chipper? Oh ja. Nee, Kroketten sind schon geil. Also, Norex, du bist auch bei den GAGs, ne? Ja. Okay. Könntest du mir vielleicht, also falls, ich brauche immer noch Rücken. Du brauchst Rücken. Ich brauche Rücken. Ich habe jetzt schon mir Rücken gesichert von Fabo und Hugo und... Dann hast du auch meinen Rücken. Dann habe ich auch deinen Rücken. Darauf einen Edgar-Schwur. Nimm die Karotte. Ich nehme die Karotte. Ja, du brauchst kurz Hunger. Aber du lernst. Warte. Box mich. Au, nicht so doll.
Danke. So, jetzt. Okay. Ja, warte jetzt. Machen. Genau. Also, Norex, falls ich deine Hilfe brauche, gegen egal wen. Außer Basti GRG. Außer Basti GRG. Ey, versuch was wert, Leute. ja, okay. Und darauf eine Karotte. Eine Karotte. Danke, das war magisch. Na gut, also darf Hugo jetzt diese Burg bei dir bauen? Ey, also Hugo darf, aber bitte, Hugo, hier, jeder von euch ist wirklich sehr herzlich eingeladen, sich auch anzusiedeln mit einer kleinen Außenstelle. Ihr könnt, wie gesagt, kleines, so groß wie mein Haus von dem Bereich. Okay, ja. So, dass man da vielleicht auch ein klitzekleines Edgarianer-Dorf hat. Mit Freunden. Mit Verbündeten. Genau, mit Verbündeten. Ja, du sagst es, Fabo. Du bist sehr eloquent, ja. Also, Attentat jetzt auf wen? Nein, was für Attentat? Kein Attentat. Was für überhaupt nichts Attentat. Da musst du was... Nee. Wir haben einfach nur Karotten gegessen. Ja. Und uns gegenseitig die Treue geschworen für Bündnisfall. Komm mal hier. Also, kannst du dich an Varo erinnern? So ein Projekt war das. Ich kann mich sehr gut an Varo erinnern. Ich war 10 Jahre alt und habe alles geguckt, ja. Du warst 10? Oh, 10 Jahre alt? Also, wie alt bist du jetzt? Doch, ich bin 19. 19? Ja. Gut gehalten. Dankeschön, du auch. Ja, danke. Damals wurde ja ein guter Freund von mir. Mein allerbestester Superfreund, Manuel. Ja, genau, wir haben's, ja. Wirf doch die Enderperle. Schon wieder. Genau, wirf die Enderperle. Er wurde dann ja heimtückisch, da können wir uns alle drauf einigen, heimtückisch von Venicraft umgebracht. Ja, ermordet. Ermordet, genau. Völlig, also, warum, frage ich mich da. Ja, hat er ihm was getan? Was soll denn das? Ja, also, und dementsprechend könnte es vielleicht sein, dass ich irgendwann mal deine Hilfe benötige, falls es da zu Zwistigkeiten kommt. Nicht bei Basti. Basti ist super, der ist auch zu krass. Basti, der ist super, Basti, der ist euer König, ja. Basti, das Hochverrat, das geht genau, nicht. Genau, das geht. So, ja. Und dann bräuchte ich da, wie gesagt, einfach mal so ein bisschen deine Hilfe. Da wäre ich dabei, guck in die Kisten. Ah ja, in die Kisten, okay, oh ja. Ich bin immer bereit, weißt du, für den Kampf. Okay, okay. Alles, weißt du, so jemanden brauche ich, ja. Das ist ausgezeichnet. Ja, ich werde dir dann Bescheid sagen, wenn es soweit ist. Aktuell muss ich hier noch so ein bisschen weiteren Kontakte knüpfen. Ja, so und die Leute so ein bisschen auch mit Außenposten und so. Also ich würde mich auch freuen, wenn du da auch was Kleines baust. Ich werde da mich einrichten in deiner Nähe mit einem kleinen Gebäude. Da freue ich mich drauf. Ich freue mich auch sehr drauf. Ja. Das wird der Hammer. Ja, sorry. Das wird super. Klasse. Ja, Mensch. Geil. Ja, wir machen ein richtiges Feierdorf. Ja, lass den Ballermann eröffnen im Edgarianer da. Wir saufen uns richtig. Wir trinken Apfelsaft. Genau. So sieht das aus. Das gut, Mensch. Hammer. Ja, das gut wird dann wirklich der Hammer. Willst du den König besuchen? Weiß ich nicht. Hast du Angst vor dem König? Wie könnten wir dich da hinbringen, weißt du? Boah, das wär krass. Das wäre so krass. Ich weiß nicht, ob ich ihn sehen möchte. Er ist sehr nett, weißt du. Ist er sehr nett? Er ist sehr nett. Er ist schon nicht umsonst der König, ne? Ja. Er ist nicht umsonst der König. Aber irgendwann musst du ihn mal treffen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Jetzt ist eigentlich. Okay. Vor allem nachdem wir so ein kleines Bündnis gemacht haben. Ja. Und wenn du mit uns kommst, er wird dich angucken. er wird dir eines Blickes würdigen. Okay, ja, machen wir. Es ist gerade 22.10 Uhr und mir ist aufgefallen, dass ich für die Folge gar kein Outro aufgenommen habe. Leute, das war's mit der heutigen Folge Craft Attack. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ja, das ist meine Toilette, meine Klobürste, Toilettenpapier. Falls ihr noch was für Weihnachten oder für Nikolaus sucht, schaut gerne mal auf paluten.shop vorbei. Da gibt es zum Beispiel Mini-Paluten mit einer persönlich unterschriebenen Autogrammkarte von mir. Und ja, ich werde jetzt mal die Toilette benutzen, Leute. Danke, euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.